ist mir zu hell. Wo müsste ich denn jetzt lang? Oh. Erstmal müsste ich weg. Fuck, wo muss ich denn hin? Überhaupt. Okay. Ich muss irgendwo hoch, das heißt, ich muss den Typen erstmal aus dem Weg schaffen. Wie viele Lampen sind das? Ach nee, warten wir lieber mal, bis der vielleicht hier hinkommt. Wenn wir Glück haben, kriegen wir einen. So, mitnehmen. Habe ich hier noch irgendjemand anders aufgeschreckt, dass die Musik gerade so abgeht? So, dunkle Ecke für blaue Polizisten. Ah, und ich muss mich hier doch nicht ins Rampenlicht begeben. So, wie ich es nicht mag. So kommen wir definitiv schon mal nicht weiter. Aber wie ging denn das? Boah, es gab hier irgendeinen Trick. Irgendwo musste man da hoch. Hier ist jetzt alles polizistenfrei soweit. Boah, keine Ahnung. Machen wir erstmal wieder dunkel. Was geht hier vor? Oh, da ging's hoch. Ich wusste doch, irgendwo musste ich hoch. Daran konnte ich mich ganz dunkel dran erinnern, weil das hat vor ein paar Jährchen Ewigkeiten gedauert, bis ich das gefunden habe. So, jetzt mal da hoch. Dann sieht man ja schon die Seilchen für darüber. Oh, ich kraxle gerade auf einer Kirche. Und da rendert sich gerade eine Wand hin. Coole Sache. Ne, direkt runterstellen. So. Wo jetzt hin? Runter. Ich habe genauere Informationen zu Dahlia. Sie wartet auf dich in der Nähe der Kirche. Sie trägt ein traditionelles weißes Gewand. Der Code lautet, wann findet die Messe statt? Antwort, nur am Morgen. Oh, cool. Wir machen ja auf einen auf Agenten mit Codes und so weiter. Also mit Codewörtern und Ansprachen und Ladelevel! So kann es auch gehen. So, wie komme ich jetzt raus? Gibt es irgendwo ein Türchen? Tja. Gute Frage. Also ich sehe jetzt so auf Anhieb nicht, wo es lang geht. Oh. Wann findet die Messe statt? Nur am Morgen. Sie kommen spät. Sie sind Amerikaner. Wer sind Sie? Ich bin ein Freund. Und suche einen Freund. Kennen Sie diesen Mann? Sie würden wohl kaum fragen, wenn nicht. Was hat er in Jerusalem gemacht? Eine Waffe kaufen. Mehr Details, bitte. Irgendwas Biologisches. Die Syrer besitzen es vermutlich seit über 10 Jahren, aber bisher war es zu gefährlich zu transportieren. Nun hat Ihr Freund die passenden Transportbehälter geliefert. Was für ein Deal war das? Ihr Freund erhielt den Erreger und die Syrer eine bescheidene Summe US-Dollars und einen der Transportbehälter.
Wo stecken die Syrer? Wo ist der Behälter? Ich bringe sie hin. Aber bleiben sie unsichtbar. Wenn man uns zusammen sieht, ist unser Leben nicht mehr viel wert. Ah, wahrscheinlich waren das so diese Kisten für diesen Glibberglabber-Schmodder. Den sie da aus dem Gehirn... den sie da aus dem Labor rausgeholt haben. Für die Gehirne. Ich bleib jetzt einfach mal unsichtbar. Aber zu viele Polizisten hier. Ist ja schrecklich. Einfach fürchterlich. Ups. Ich stehe ja auch mal auf ihrem Präsentierteller. Schnell weg, schnell weg. Ganz schnell weg. Nein, weg, pfui, aus. Ah, Junge. Was die Dame hier treibt. Oh, fuck. Tja, geht die jetzt hin? Wow. Steht auf einmal so ein Bulle hinter mir. Ich fasse es nicht. Die werden immer dreister, diese Dinger. Oh, ich laufe hier auch. Ach, verdammte Scheiße. Du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Es war klar, dass einer steht. Was muss eigentlich? Laden wir mal den Quick Save. Nun, da hinten kommt der zweite. Der bestimmt ein bisschen Stress anfangen will. So, da komme ich da am besten durch. Steigen wir rein in diesen Laden. Was geht hier vor? Nein, scheiße, scheiße. Weg, 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 weg. Oh, da kann man ja durch. Gar nicht gesehen. Mach mal langsam, gute Frau. Ich versuche auch hier keinen umzunageln, weil wer nicht umgenagelt ist, der gibt auch keinen Alarm. Denn so ein paar bewusstlose Leute, die machen dann ja schon öfters mal den anderen stutzig. So. Geh da weg, Mann. Zieh dich einfach. Machen wir hier auch ein bisschen. Oh fuck. Dunkel. Ich will keinen Stress mit dem. Zumindest nicht wirklich. Hier rüber. Dann. Ups, jetzt wird's hell. Hier rüber.
Denn diese Leiste da unten, die man da sieht, ist immer dann, wenn es hell wird. An den Bullen vorbei. Hier runter. Oh, shit. Nicht bewegen. So, legen wir ihn doch einfach mal so ab. Und folgen der guten Dame. Die Biowaffe wird sich nur noch ein paar Stunden im Shoshana-Lagerhaus befinden. Wir müssen uns beeilen. Und seien Sie vorsichtiger. Wenn Sie sich bis zum Lagerhaus noch einmal blicken lassen, löse ich meinen Teil der Vereinbarung. Okay. Gibt's einen Weg über die Dächer? Ja, das geht. Dort drüben müssten Sie hochkommen. Ich treffe Sie beim Lagerhaus. So, wo denn dort drüben? Bulle. Ich glaube, ich sehe schon, wohin das führt. Ich muss da irgendwie lang. Dafür muss ich mir jetzt mal diese Bullen vom Hals schaffen. Die so aus der Hölle nerven. Könnte es da hochgehen? Tja, gute Frage. Nächste Frage, bitte. Ich muss da irgendwo eine Wohnung hoch. Dann da oben drauf und dann da hoch. Rennen, damit er mich ja nicht sieht. Möglichst viel Krach dabei machen. Oh. Fischer, fuck. Du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Was muss da auch noch so ein Knilch stehen? Das gibt's doch nicht. Ich muss wirklich ein bisschen unauffälliger sein. Aber ich konzentriere mich momentan mehr aufs Reden als aufs Handeln. Da geht's lang. Bleibt er da hinten, oder? Kommt er dann wieder zurück? Ne, der kommt zurück. Auf den warten wir noch. Tja. Also Splinter Cell ist gar nicht mal so einfach, wie man eigentlich immer denkt. Man denkt so, ach, tralala, geht ja voll schnell und so. In Wirklichkeit muss man ja echt aufpassen, weil es ist halt Stealth. Und ich habe in letzter Zeit zu wenig davon gespielt. Deswegen muss ich mich da erstmal dran gewöhnen. Ich mache hier gerade ja so einen COD-Run einfach hin und tja, und dann wirst du schon entdeckt und hast verkackt. Bum, 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 bum. Ich bombe dich jetzt auch. So, und da drüben geht's auch schon das erste Röhrchen hoch. So, auf geht's zu den Dächern. Zwischendurch noch ein paar Zivilisten erschrecken, so muss das, wie es sich halt gehört. Oh, das klingt sehr spannend. Ey, lass mal Fernsehen gucken. Gott, ich möchte nicht sterben. Ja, chill, Mann, Meter. Meine Güte, was haben wir? Oh. Wenn ich jetzt hier raustrete, sieht man mich bestimmt voll gut. Oh ja, wie offen präsentiert er da? Tja, dann möglichst schnell da hoch. Kletter schneller, Sam. Ja, so wird das doch schon was. Bisschen Lärm machen. Tja, wo geht's denn lang? Ach, das klassische Abseilen. Überall, wo so ein Schornstein useless in der Gegend rumsteht, da kannst du dich natürlich abseilen. Nicht. Ich hätte uns jetzt mal die Lampe von oben ausgepustet. Ach, wir könnten hier mal hochklettern, die Lampe auspusten. Wäre bestimmt spannend. So. Einfach mal den Typen ablenken.